Was für ein wunderschöner Sonnenuntergang. Willkommen beim Let's Play zu Tomodachi Live. Erstmal zum Springbrunnen. Oh mein Gott, da ist irgendwas im Haus los. Ja, das wird ja noch ein bisschen hier dauern. So. Was ist im Haus los? Okay. Das ist ganz schön, da gibt voll die Post ab. Was ist los? Mausi, was hast du? Guten Abend. Guten Abend. Ein Urlaub, um Reed Queen besser kennenzulernen. Das wäre toll. Okay. Du willst also einen Reisegutschein haben. Na gut, ausnahmsweise. Hier. Was? Das ist für mich? Ja. Toll, ich darf reisen. Aber ihr seid doch schon die besten Freunde. Eine Afrika-Rundreise. In der Savanne ist der Sonnenuntergang einfach atemberaubend schön. Ja. Lass uns ein Foto machen. Nicht zwinkern. Mensch. Auf einen Affenbrotbaum zu klettern ist schwerer als man denkt. Benutzt deine Krallen. Lass uns ein Foto machen. Würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, so Red Queen sieht irgendwie mal so ein bisschen so sad aus. Die Sahara ist total beeindruckend. Macht aber auch ganz schön durstig. Lass uns ein Foto machen. Ach. Mädels, was soll das? Das ist nicht in Ordnung. Ah, das hat Spaß gemacht. Ah, das hat Spaß gemacht. Hier, ein Souvenir für dich. Yay, was krieg ich? Ich krieg Wüstensand geschenkt. Warum auch nicht? Macht Sinn. Denke ich. Mr. Satan, was ist los? Du hast auch noch keine so viele Freunde, oder? Du hast noch gar keine Beziehung. Was ist los mit dir? Ich habe gehört, dass Dr. Mario mit mir befreundet sein will. Jo, wie schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Tu das. Klopf, klopf. Gott, ist er klein. Aber ja. Hi, ich bin Dr. Mario. Hi, ich bin Mr. Satan. Ja, ich bin von Nintendo. Ich bin von Akira Toriyama. Scheiße, wie heißt er? Ja, verdammt. Wie heißt nochmal der Drängenwohlzeichner? Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt Akira Toriyama. Ach, verdammt. Ich krieg den Namen nicht zusammen. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Jo. FC Kanusbring. Warum auch nicht? Rosalina, was hast du denn für ein Problem? Guten Abend. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr befreundet sein will. Ich will einfach nicht. Ich möchte etwas Kaltes essen. Ja. Willkommen. Käse. Knoblauch. Na, wir gehen mal zurück. Was Kaltes. Ist ein Apfelkuchen. Der ist auf jeden Fall kalt. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, fand sie gut. Die brauchen echt nur alle Wohnungen, so Einrichtungen. Ich habe noch nichts so gefunden, wo ich sage, boah, das ist es. Guten Abend. Guten Abend. Ich glaube, ich verhungere gleich. Ah, stell ich mich an. Hier kriegst du eine Kohlroulade. Schnapp mit dem Teller weg. Fand aber lecker. So eine Kohlroulade ist auch schon verdammt lecker. Baby Peach. Was geht ab, Baby? Oh, sie ist sogar mit Zähne befreundet. Ich fass es nicht. Ich habe Hunger. Die haben alle Hunger. Was ist los mit euch? Könnt ihr euch nichts kochen? Ja, okay. Fand sie mäßig geil. Es will auch keiner ein Level abkriegen oder so. Was habe ich nur falsch gemacht mit euch?
Guten Abend. Guten Abend. Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. Nicht schon wieder. Ich bin in der Nase da, ne? Komm schon! Los, komm schon! Hatschu! Hatschi! Geh doch. Ich fühle mich viel besser. Ah. Danke. Bitte. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ich krieg's wohl ein kleines Dankeschön. Okay, raus hier. Ich will spielen. Ich habe auch noch nicht die Einrichtung für mich gefunden, ne? Lass uns etwas spielen. Was voll traurig ist. Möchtest du lieber Erster oder Zweiter sein? Ich möchte Zweiter sein. Die hier. Ich häng fest. Die hier. Mäh. Du bist. Das ist ein Wasserhahn. Das ist. Ami. Jetzt habe ich dir das vorgesagt. Das ist meine Chance. Ja. Ja. Könnte man, könnte man irgendwie klug spielen. Ich häng fest. Die, ja. Welche nehme ich denn? Diese hier. Oh nein! Was bist du gemein? Die hier. Du bist. Das ist ein Paar. Das ist ein Paar. Du bist. Das ist. Das ist Ruby. Jetzt kann sie im Prinzip alles aufdecken, glaube ich. Die vielleicht. Die hier. Ja. Ja, jetzt hat sie schon gewonnen. Sie müsste die anderen zwei jetzt falsch machen. Die vielleicht. Was auch macht, okay. Das ist ein Paar. Ja, gut, unentschieden. Das ist ein Paar. Remi. Das war echt spannend. Ja, finde ich auch. Aber ich kann trotzdem was aufnehmen. Und ich krieg die Wunde. Ich krieg zu viel. Ha, die tauschen wahrscheinlich jetzt Pokémon oder sowas. Voll gut. Spielen sie zusammen. Der Abendmarkt. Mein heißgeliebter Abendmarkt. Kniegummi. Blumentunika. Haben wir das nicht schon irgendwie gegeben? Oh, eine Kürbismaske. Komm gerne wieder. Uhu, Halloween steht vor der Tür, oder wie? Willkommen. Ein Kinderhut und ein Haube. Nee. Nee, nee. Willkommen. Kolonialuniform. Können wir ja Napoleon oder so. Spitzenkleid. Strickkleid. Alles nicht so knorke. Willkommen. Das Badehaus, das Funkeln. Oh, Versailles. Ich kann mir Versailles nicht leisten. Aber das kaufen wir mal. Vielen Dank. Eins der Mädels kriegt das garantiert so. Entweder Katy Perry oder oh, Baby Peach. Das ist es. Ja, da laufen schon zwei. The Baby Peach. Lass mich nur mal kurz hier bei Dings gucken. Blumenmuster. Tint. Das ist ja so gewesen, ne? Für Baby Peach. Baby Peach, komm mal ran. Wo ist sie denn? Da. Betreten. Baby Peach. Wie wäre es? Und wie ist das Wetter in deiner Welt? Windig. Windig und kühl. Bei Ustra ist es immer so gemütlich. Das ist echt entspannt. Ja, ich hab was für dich. Nee, Hochzeit nicht. Aber hier, funkeln! Ey, das ist so pink und so prinzessinnenmäßig. Danke für die neue Einrichtung. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Ah, ich wusste, dass es dir gefällt. Übrigens. Guck mal, so alles glitzert und funkelt und es ist pink. Ich meine, das ist wie sieht für Peach. Aus. Ja, wie für dich gemacht. Ich werde pfleglich damit umgehen. Oh, das ist aber sehr schön. Spielchen? Ach, warum nicht? Wenn ich ja schon mal da bin. Ach, ich bin. Ah, gewonnen! Hihi. Das ging jetzt schnell. Glückwunsch. Danke. Okay. Eine Tonfigur.
Noch irgendwas? Nö. Hätte sein können, dass jetzt noch irgendwie die Blase kommt. Ich bin da zu Besuch. Die sind bei sich zu Hause. Beim Abendessen. Katy Perry ist ja im Park mit Red Queen, ne? Die sind immer noch am Spazieren. Die hängen schon mal miteinander ab. Okay. Was sagen denn die Nachrichten? Ah, sogar von Baby Peach. Willkommen bei den Nachrichten um 8 Uhr. Lass hören. Ein düsteres Geheimnis aus dem Leben von Maika lässt sich nicht länger leugnen. Oh mein Gott. Wie jetzt bekannt wurde, bekommt sie recht schnell Angst. Schneller als die meisten anderen Bewohner. Unser Mii-Nachrichtenteam hielt es selbst für unwahrscheinlich, bis es ihm gelang, die Reaktion von Maika selbst im Bild festzuhalten. Was bin ich, ein Ninja? Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das sind die Dinge, die das Leben erst interessant machen. Das ist aber auch nicht nett. Ich dachte, das wussten schon alle. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Peachy und das waren die Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Wir sind so gemein. Einfach meine Ängste aufzudecken. Findet ihr das in Ordnung? Stalli. Und er schläft sogar noch und hat einen Traum. Was geht ab? Okay, lassen wir es. Belassen wir es dabei. Einmal Farbe. Was kann ich für dich tun? Guten Abend, Ebenbild von Maika. Hi. Ich möchte Obst essen. Das ist kein Problem. Ich habe Kirschen. Hat der Klasse. Ich weiß auch, was er will. Ich weiß, was sie alle wollen. Okay. Warte mal, Dings. Komm, lassen wir noch 2 einziehen. Ja, neues Mii registrieren. Die Bude muss ja voll werden. Je voller es wird, desto höher ist die Chance, dass noch mehr Leute heiraten. So, wo sind wir denn? Die haben wir noch nicht, ne? Er ist eine Frau. Nehmen wir Amy. Amy. Ja, nicht ganz. Amy. Amy. Genau. Das finde ich gut. F. So, Amy F. Jetzt muss ich gucken. Sie hat... Wo haben sie denn jetzt stehen? Da. Amy. Amy hat am 12.12. Gott, ich vermeiße das immer so verkehrt. So, 12.12. Genau. Und die Schauspielerin, also die Schauspielerin hat am 12.12. Und sie ist 75 geboren. Auch schon etwas älter. Ich bin MES. 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 Ja, aber die Stimme. Also schon geschwindig. Ich bin MES. Alle nennen mich. Ich bin MES. Ich bin also sie handelt schnell, sie ist doch relativ sanft, wenn es um Schellen geht. Sie ist sehr lebhaft. Sie ist sehr vorsichtig und sie ist ein sehr spezieller Mii. Amy ist sehr speziell. Voll gut. Sie hat auch gleich ein Problem. Was kann ich für dich tun? Mein Name ist Amy und ich hasse es zu verlieren. Kann ich mir vorstellen. Ich bin so hungrig. Kein Problem. Ja. Gut. Das war's, okay. Was hattet ihr unten für ein Problem?
Da steckt Black und Rosaline echt zusammen abhängen. Ne? Guten Abend. War das nicht so, dass die eine dem anderen irgendwie... Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Ja, das war ja so klar. Gesagt hat die Annie, ich will nicht mit dir zusammen sein. War das nicht so? Willkommen. Hier kriegst du das in Blau. Vielen Dank. Das passt zu dir. Ich meine, Blau ist ja auch deine Lieblingsfarbe. Ja, es gefällt dir. Du kannst ja Mii, okay, die Phrase gibt her. Nintendo. Nee, Quatsch. Mario. Galaxy. Ja, das ist schon Mario Galaxy. Attacke. Lass hören. Mario Galaxy. Ja, kann ich gelten lassen. Lassen wir mal so stehen. Jack Black hat noch ein Problem. Guten Abend. Guten Abend. Ich brauche einen neuen Hut. Ja, ich weiß nicht, ob du das brauchst. Willkommen. Gehen wir mal zurück, irgendwie zu kaufen gibt's jetzt nichts. Komm, die ist doch ganz cool. Jupp, fand er auch ganz gut. Ich hab's halt drauf. Xeno will spielen und der hat schon wieder sein Dings an, ne? Sein Bandana-Kostüm. Ja. Das ist ein Spiel. Das bin ja ich. Ja, Entschuldigung, ich weiß, du bist nicht Stalin. Das ist ein Paar. Das kommt aber aus der gleichen Region wahrscheinlich. Das sind einige Walnüsse. Ja. Das ist ein Paar. Aha, bald haben wir's. Das ist ein Paar. Das ja. Ist ein Paar. Ich hab gewonnen. Das ist ein Paar. Yes. Glückwunsch. Glückwunsch. Gib her. Ah, ne Muffel. Ne Muschel. Willst du nicht was essen? Wuppi will auch mal spielen. Magst du etwas spielen? Aber natürlich. Aber ich mag Möchtest die Spiele eigentlich ganz gerne. Möchtest du lieber Erster oder Zweiter sein? Fang du an. Ich häng fest. Die vielleicht. Okay. Welche nehme ich denn? Die vielleicht. Nee, das passt nicht so zusammen. Das passt auch nicht zusammen. Ich häng fest. Ach komm. Die vielleicht. Und die da unten? Ja. Ich häng fest. Ach komm, jetzt hör aber auf. Die hier. Die tun immer so, das ist total schrecklich. Als würden die wirklich festhängen. Das ist ein Paar. Das ist ein Wasserhahn. Ja, das habe ich auch gesehen. Die hier. Ja. Ah, jetzt machen mich alle. Die vielleicht. Ja. Jetzt räumt ihr ab. Die hier. Die hier. Ja, okay, es wird ein Unentschieden. Du bist dran. Das ist ein Paar. Wieder ein Unentschieden. Das ist ein Paar. Aber lieber Unentschieden als Zufall. Das war echt spannend. Ich bin geil. Nee, ich kann sonst nichts mehr für dich tun, okay? Amy. Die kleine Amy meldet sich immer. Die sieht man ja so selten. Eins. Ach komm, das jetzt mit dem Spinat müssen wir nicht sehen. Was kann ich für dich tun? Ich heiße Ami und habe mehr drauf, als man so sieht. Ja. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Ostra. Was hältst du von ihm und mir? Alles super. Echt? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Wie alt habe ich sie denn gemacht? Lass mal gucken. 6, 0, okay.
Ich war mir jetzt nicht so sicher. Aber ich hab's ja. Das Datum musste ich ja doch noch eingeben. Baby Peach möchte auch noch spielen. Magst du etwas spielen? Ja, natürlich. Zoom-Quiz. Das erste Item. Ja, ich seh's. Was wird es wohl sein? Keine Ahnung. Puddinggebäck? Die richtige Antwort ist... Es war ein Puddinggebäck. Ja, Glück gehabt. Das zweite Item. Was wird es wohl sein? Aubergine schon mal nicht. Pastete? Die richtige Antwort ist... Ich hab keine Ahnung. Es war eine Pastete. Sieht ein bisschen seltsam aus, die Pastete, Item. Aber okay. Was wird es wohl sein? Boah, das ist so gemein. Ich sag jetzt hier einfach eine Silberspange, weil man sie nicht sieht. Es war eine Silberspange. Das ist so gemein. Vom Feta-Salat hätte man wahrscheinlich ein bisschen was wirklich vom Salat oder so gesehen. Und was krieg ich? Oh, ich krieg einen Glasschuh. Okay. Nochmal zurück. Neues Mii registrieren aus dem Mii Maker. Wir haben jetzt schon Amy Fowler aus The Big Bang einziehen lassen. Somit müssen wir auch mal Sheldon einziehen lassen. Sheldon. 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 Ja. Dann machen wir es genau nochmal gleich. Sheldon. C-Punkt? C. Jetzt muss ich gucken. Der Schauspieler von Sheldon hat am 24.03. und wurde 1973 geboren. Ich glaube, damit gehört er auch mitunter zu den Ältesten, ne? Ich bin Sheldon C. Ich bin Sheldon C. Mhm. Ich bin Sheldon C. Also er handelt ist sehr direkt, er handelt sehr schnell, ist sehr direkt, er ist sehr lebhaft, er ist aber auch sehr vorsichtig und sehr speziell. Ärgerjetzling, okay. Strenger, dominanter Typ, richtig auf mein eigenes. Ja. Das ist wahr. Okay. Dr. Mario, was hast du für ein Problem? Guten Abend. Guten Abend. Sieh dir bitte mal meinen Bauch genauer an. Okay, ich bin zwar kein Doktor. Da ist die Kohlhula drin. Da geht nichts Außergewöhnliches vor sich. Ich glaube eher, der wollte mir gerade sagen, dass er Blähungen hat, der Arme. Aber ist vollkommen in Ordnung. Baby Daisy, was geht ab? Alles in Ordnung bei dir? Guten Wahrscheinlich Abend. Nicht. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Ach, das kann ich dir geben. Das ist nicht so. Das ist kein Problem, Pippi. Wir haben noch bestimmt was für dich. Das wird dünnlich. Oh, das. Das würde gut zu ihr kommen. Und, oh, sie ist eine kleine Feenprinzessin. Sie ist eine klitzekleine Feenprinzessin. Alle Prinzessinnen kriegen jetzt von mir erstmal ein Ballettleitfaden. Naruto, was hast du denn für ein Problem? Und wie ist das Wetter in deiner Welt? Wahrscheinlich hast du Hunger, oder? Ich bin so hungrig. Ja, ich weiß es doch. Hier ist mal die hier. Die sehen zwar ein wenig seltsam aus, aber Esther mag die total gerne. Du anscheinend auch. Er findet die auch ganz in Ordnung. Du brauchst einen Baseballschläger. Ein bisschen, um ein bisschen Sport zu treiben. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Mr. Satan möchte spielen. Das ist kein Ding. Hast du Lust auf ein Spielchen? Natürlich mit dir doch immer. Oh, nicht schon wieder so ein Quiz. Okay. Was wird es wohl sein? Nudeln mit Pesto. Die richtige Antwort ist. Ich kann da ganz deutlich den Nudel erkennen. Das zweite Item. Was wird es wohl sein? Ein Schmuckkästchen. Die richtige Antwort ist.
Gott, es war ein Schmuckkissen. Und das letzte Item. Ja. Was wird es wohl sein? Buffbummler. Die richtige Antwort ist... Es war ein Buffbummler. Oh Gott. Yes. Ich hab gewonnen. Drück den Preis raus. Ein Goldbarren. Komm. Jetzt hör mal auf. Moment mal, geh mal kurz raus. Ich hatte, glaube ich, hier bei den Häusern genau. Hatte ich doch schon ein Problem gesehen. Sogar beide haben ein Problem. Und ich habe ihn, glaube ich, gerade unter Dusche gestört. Guten Abend. Guten Abend. Ich hätte wirklich Lust, jetzt etwas Französisches zu essen. Das ist kein Problem. Lachs Müller, das ist was auf Französisch. Bon Appetit. Ach komm, ich jetzt? Komm, lass dich mal ein bisschen kraulen hier. Und? Da ist er doch. Ein Lernset wäre auch ganz gut. Man lernt nie aus. Hatte denn jetzt Esther nicht noch ein Problem? Ach, da ist er ja in ihrem Zimmer. Mit ihren ganzen Pflanzen. Guten Abend. Guten Abend. Ich will etwas zu essen, egal was. Kein Ding. Ratatouille. Ist Gemüse. Ist lecker. Ja, fand's auch gut. Ich meine, wann kommen denn jetzt endlich die ersten Babys? Leute, ich will Babys sehen. Mr. Satan, was kann ich denn für dich tun? Guten Abend. Guten Abend. Lass mich reiten, jetzt hast du Hunger. Ich habe Hunger. Ja, das war ja klar. Kommst ja früh drauf. Hier ist der Fleischbällchen. Ein Geschenk. Such den Sandsack. Bitteschön. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Oh, gib her. Ein Kaleidoskop. Wow. Ich bin so glücklich. Amy! So, das sind jetzt die letzten beiden, mit denen wir spielen. Magst du etwas spielen? Aber natürlich, mit dir doch immer. Ach, schon wieder so ein Das erste Item. Was wird es wohl sein? Die richtige Antwort ist... Den hatte ich als Kind aber auch. Fand ich voll gut. Es war das zweite Item. Wenn man immer so einen Zehnerschritt macht. Was wird es wohl sein? Die richtige Antwort ist... Da sieht man im Fruchtfleisch. Und das letzte Item. Was wird es wohl sein? Ich denke mal eine Tonfigur. Aubergine ist immer noch lila. Es war eine Tonfigur. Glückwunsch. Danke. Ja, mal die Kleine. Ah, eine Koralle. Du hast kein Problem. Und Sharon möchte gleich spielen. Huhu. Magst du etwas spielen? Aber natürlich. Für dich brauche ich noch so ein Labor oder sowas. Oh, den Klopf kommt. Okay. Komm schon. Und los. Komm schon. Schwester. Komm schon. Raus aus dem Ring. Verdammt. Komm schon, oder fall um. Ganz von beiden. Raus. Puh, das ist immer so anstrengend. Glückwunsch. Nehmen wir den Großen. Und Tulpe. Kann ich mit ihm. Gut. Alle sind gerade befriedigt. Den kann ich ja raus. Und ich speichere hier ab und ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Was macht der denn da, Matrix? Aber okay. Auf Wiedersehen und bye bye.